Das Reh kennen wir doch. Achso, hier sind die Kisten. Ach nee, das ist ein Barrel of Melon Juice. Das brauchen wir nicht. Na, ihn können wir wahrscheinlich nicht angreifen. Weil er wieder so doof in Gegenstände reingespawnt ist. Schönen Gruß an die Kollisionsabfrage. So, was mit ihm hier? Oh, wieder so ein kritischer Treffer, Alter. Oh, das haut ja einen raus, ne, an Schaden. Oh, er heilt sich. Ha, das wird ihm auch nicht helfen. Ja, also, ich würde sagen, da geht was. So, ranschleichen. Zieht er einen Tanker? Geil. So. Nix hier, hier wird nicht geheilt. Oh. Irre. So. Kurze Zwischenfrage. Ist das für die Furbox in Ordnung, wenn sie sich mit normalen Bären paaren? Hm. Wir werden es nie erfahren. Ach scheiße, ich hätte ihn mal ausnehmen können, ne? So viel zum Thema Pickpocket ist geil. So. Ja, ordentlich was dabei. Schmatz mir doch mal schnell auf. Ich sehe jetzt schon Dinge hinter mir, die gar nicht da sind. So. Ja, es könnte von der Entfernung her ein bisschen kritisch werden, deswegen... Machen wir es mal so. So, na, eine Melone nehmen wir auch mit, ne? Gibt ja alles Kohle. Ha, ich merke jetzt erst mit dem Gift, da geht ordentlich was. Weil ich habe auch jetzt nicht die stärksten Waffen, ne? Gucken wir mal. Also den ersten Preis gewinnt man damit nicht unbedingt. Müssen wir nicht irgendwo noch Kisten sein? Finde ich echt super. Also mit den Giften läuft das Level echt schön. Oh, insbesondere wenn halt so eine Crits dabei rauskommen. Nee, weglaufen. So, immer mal wieder um die Ecke schauen. So, aber der hat ja doch auch was gesagt, von wegen, die sind in den... A cave at the end of the village, north of Astrana. Das muss dann ja... hier irgendwo sein, ne? Wobei, in der Quest stand halt Cave, ne? Guck einfach mal da. Diesem großen, unscheinbaren Tor. Gibt's hier noch irgendwas außer... Naja.
Nö, die müssen ja auch noch platt gemacht werden. Guck mal hier. Wirklich? Scheiße. Oh, heilen die sich jetzt gegenseitig? Ob das noch was wird? Ja, ich habe nicht genug Energie, fürchte ich. Aber den kühlen Kopf bewahrt. Es hat funktioniert. Was wird das hier eigentlich jetzt auf einmal so grün? Und voll verfehlt. Hm, keine Allianzleiter. Sind die Aufladung schon weg? Geschmatzt wie ein großer. Was will die eigentlich hier? Oha, jetzt. Ihr hört's schon. Jetzt wird's ein bisschen creepy. Na, der kleine Wachbär hier passt schon auf. Ah, da liegen schon die ersten. Ist das ein Troll oder ein Nachtelf? Hotag. Na, wäre wohl eher so ein Trollname, ne, aber. Wieder noch? Ein Taucher. Hm. Sind die alle schon tot? Wer klaut mir hier meine... Wobei wir... Schleichen mal nach da oben. Denn da gibt es. Ist wahrscheinlich der Höhleneingang. Ja. Ich werde einfach mal reingehen, weil wenn da nachher auch alles voller Avengers und so ist, dann kann ich auch da gleich alles ausräumen und fertig machen, ne? Effektiv Quest nennt man das, glaube ich. Und ich habe hier gerade gesehen, was blau ist. Was ist das denn eigentlich? Sergeant's Cloak. Gott, ich habe weder den Rang noch noch das Level dafür. Es erinnert mich hier so ein bisschen an wie heißt denn der Film nochmal? Der 13. Krieger, genau. Ne, mit Antonio Banderas, wo er mit einer Horde Wikingern. Irgendein Dorf befreien will, so ein Wikingerdorf, und das wird halt immer von so einer Meute von Wilden bedroht, die sich halt Bärenklamotten anziehen. So, achso, ich kann hier meinen Chat mal runter machen. Und dann kann ich das hier eigentlich mal ausnutzen, dass keiner da ist. Und hier die Truhen mitnehmen. Ne, das ist ja schon wieder so ein Vanilla-Ding, ne? Das kann ja sowas von übersehen werden. Ich bin auch nur durchs Rüberwischen über den Monitor drauf gekommen, dass ich das brauche. Aber das Spiel gibt einem keinen Hinweis, ne? Man muss genau hingucken. Ne, hätte ich jetzt hier einen Legion-Spieler oder so rangesetzt, der ist ja das Klimbim gewohnt. So, hier ist nichts. Sind das eigentlich Avengers? Hier sind schon Ursas. Also töten kann ich hier drin nichts. Aber... Vielleicht muss ich auch gar nicht...
Die Spawn Rate ist, glaube ich. Da ist wieder einer. Vielleicht muss ich gar nicht so weit reingehen. Was ist das da hinten eigentlich? Campfire. Achso, ich glaube, da blubbert eine Suppe. Geht's hier mal wo weiter? So, 4 haben wir schon. Ach hier, da habe ich doch gerade einen Flitzen sehen. Oh, was ist das denn für ein Bär? Ach hier, da ist er. Gut, ne? Wir machen den Weg frei. Fünf. Drei noch, dann sind wir damit auch durch. Aber außer Dampf ist ja nicht viel. Doch! Der ist ja gemein versteckt. So, 6 von 8. Dann können wir ja gleich auch wieder raus. Gute Nummer. Ja, läuft ja noch 9 Minuten. Das finde ich ein bisschen doof, ne? Dass du halt. Ich habe noch 12 Aufladungen. Aber. Soll ich ihm helfen? Ich helfe ihm mal. Na, ich habe zwar auch genügend Aufladung, aber das bringt mir halt herzlich wenig, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ja, was mich daran stört, ist halt, dass ich jetzt nicht mal so schrittweise das eine, dann wieder das andere Messer neu einbalsamieren kann. Balsamieren? Einreiben? Eingiften? Einreiben. Sagen wir einreiben. Naja. Das sind Lappalien. Ne? Es gibt Schlimmeres. Ne? Zum Beispiel als Allianzler von hinten weggegangen zu werden. Ne? Dann werde ich mich jetzt noch ein paar Stunden, Tage, Wochen dran aufgeilen. Vielleicht kommt das auch in meinen Treueschwur zur Hochzeit, damit alle wissen, was für ein cooler Typ ich bin. Denkt ihr an Kopf? Da ist einer eingeeist. Ach, das ist so eine Folgequest, ne? So, das habe ich ja keinen Bock. So, wir haben einen Trollkack. Was gibt's jetzt noch? Wir brauchen das. Und Scout Mistral Lake. Ne, den wollen wir nicht. Irgendwas war noch so. Tierhörner. Warsong Supplies, genau. Wo sind die denn? And the Satyrs. Was? And the Satyrs Intercept. Ne? Im Augenwinkel gesehen. Spinne des Todes ist gespawnt. Of the oil and are no using it for the rituals in Nightrun. Nightrun? Wo ist denn Nightrun? Keine Ahnung, wo Nightrun ist, aber. Da werde ich wohl hin müssen. Ja, das ist da hinten ein Bossgegner. Ne, alles, was in World of Warcraft einen Namen hat, ist ein Bossgegner. Man sieht hier, also der Schurke ist sich auf seine Gifte angewiesen. Ne, denk mal zurück, als ich die noch nicht hatte. Das hat gedauert.
Gedauert hat das.